Lieben, damit herzlich willkommen zu diesem vollsten Video. Ich habe mich dazu entschieden, das Finale und die Relegation morgen hochzuladen. So, diesmal gab es kein Vorwort. Ihr habt Info bekommen über dem Fantreff in Hamburg am 1. April. Weitere Infos in der Videobeschreibung. So, heute ist der letzte Spieltag der ersten Liga. Heute diesmal ohne Kopfhörer. Dafür muss ich mal Ton hier ausmachen, weil ich den gerade gar nicht brauche. Letzter Spieltag der Nachtdorf-Liga. Wie sieht denn die Tabelle aus? Ich habe sie gerade nicht vor Augen, jetzt sehe ich sie. Also, im Prinzip brauchen wir nur ganz oben zu gucken. Die allen anderen Spiele sind uns fast schon egal. Es geht jetzt im Prinzip nur noch um das Duell Namlose Machete. Die spielen am vierten Spiel heute gegeneinander an. Ansonsten sind die anderen Spiele erstmal Killer LP gegen Salomon, dann Terminator und Clan, dann ich gegen Kevkev und dann Namlos gegen Machete. Und damit würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem ersten Kampf. So, der startet hier. Das ist jetzt Killer LP gegen Salomon. Killer LP Vorletzter, er wird Vorletzter bleiben. Er kann nicht mehr aus der Relegation rauskommen. Das heißt, er müsste dann in der Relegation gegen meinen, kann ich ja schon verraten, gegen meinen zweiten Account antreten. Deswegen, weil Kevkev und Clan nächste Saison nicht mitmachen. Und dadurch Sören und Marc aufgestiegen sind. Und ich mit meinem zweiten Account, der Drittplatzierte, muss dann gegen die Relegation, in die Relegation gegen Killer LP ran. So, hier sehen wir es. Killer LP ist schon richtig im Angriffsfieber, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, er schafft keine 2 Sterne. Nee. Leider keine 2 Sterne. Salomon greift mit Bodentruppen an. Macht es gar nicht so schlecht. Die meiste Hütte müsste gleich down gehen. Oder? Doch, die müsste gleich down gehen, dann hat er schon einen Stern, aber er braucht einen zweiten Stern, um das Duell gegen Killer LP zu gewinnen. Er hat jetzt einen zweiten Stern geholt, weil Killer LP nur einen Stern geholt hat und ist somit Sieger. Aber dennoch bleibt Salomon auf Platz 4 und hat keine Chance auf den Bronzepokal. Ich habe den Bronzepokal sicher, Namlos Machete kämpfen um den Meistertitel. Und Terminator gegen Clan, die kämpfen auch um den 5. Platz. Das ist auch noch ein interessantes Spiel. Apropos Terminator gegen Clan, das ist das nächste Duell, was wir hier sehen werden. Salomon hat 79% geholt und jetzt sieht man das Duell um den 5. Platz Clan gegen Terminator. Laut Statistik müsste Clan das gewinnen, aber man weiß ja nie. Vielleicht gibt es kleine Überraschungen. Eigentlich ist es jetzt schon eine Überraschung, dass ich nicht ganz oben bin und Machete sehr stark auftritt, aber werden wir ja sehen. Namlos hat ja momentan mehr Sterne und Prozente. So, Terminator ist schon an der Meisterhütte dran, während Clan sich erstmal langsam rantastet, also erstmal ein paar Außengebäude zerstört. Einen Stern hat Terminator durch die Meisterhütte, kriegt er noch einen zweiten Stern, der sieht relativ gut aus. Er hat einen zweiten Stern, 53%, vielleicht werden es mehr Prozente. Clan muss somit, so gesehen, mindestens 2 Sterne holen. Dann entscheidet es sich zwischen, also um die Prozente. So, Clan hat immer noch nicht richtig mit seinem Angriff begonnen. Das müsste er jetzt jeden Moment tun. Er will noch die den Brutzelon noch zerstören. Kann er hier ruhig machen. Aber verschwendet somit auch sehr viele Lakaien. Und man muss bedenken, er muss ja irgendwie noch die Meisterhütte bekommen. Und 50%. Ein Viertel, also sagen wir die Hälfte von dem, was er jetzt braucht, hat er jetzt durch. Und jetzt kommt sein richtiger Angriff. Die Kampfmaschine hat er noch. Und er hat noch ein paar Lakaien noch übrig, also immer noch. So, die Meisterhütte steht frei und eigentlich müsste er die Meisterhütte locker bekommen. Ich sehe jetzt leider nicht, wie viele Lakaien er hat, aber ich... Na gut, jetzt hat er weniger, ist ja klar. Und ich vermute mal, dass es nicht ganz so gut aus bei ihm. So, und würde Terminator, kleine Überraschung, gegen Clan gewinnen, aktuell. Stand jetzt. Also, wenn er die Meisterhütte kriegt und die 56%, sieht das anders aus. 53% hat er. Von den Prozenten her müsste er noch die meiste Hütte zerstören, um einen Unschieden zu holen. Das würde für den 5. Platz reichen. Jetzt hat er die 56%, jetzt muss er noch die meiste Hütte zerstören.
Wenn ich das richtig gesehen hatte, nur ein Lakai übrig. Und er setzt sie auf die Meisterhütte, aber ich glaube, dass es nicht reichen wird. Ich glaube, die Meisterhütte da hat dafür viel zu viel Leben. Ja, ich habe es doppelte Geschwindigkeit laufen lassen, weil das echt lange dauert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich will, dass er nicht in Überlänge zieht. Aber ihr sieht man 72%, der letzte Lakai. Auch der wird nicht mehr viel ausrichten. Die Zeit ist, glaube ich, hier vorbeigelaufen. Somit hat Terminator gewonnen und ist auf Platz 5 vorgerückt. Jetzt hier ein Duell zwischen mir und Kefke. Das ist kein besonderes Duell. Das ist Platz 3 gegen den letzten Platz. Aber vielleicht holt Kefke vielleicht gegen mich ja einen Stern. Weiß ich nicht. Ich greife hier auf jeden Fall mit Lufttruppen an. Komm oben mit der Kampfmaschine. Loon gesetzt. Jetzt beginnen meine Lakaien ihn anzugreifen. So, die Loons kommen relativ spät. Eigentlich hätte man diese früher setzen müssen, aber kann ja ausreichen. So, da kommt der letzte Loon hinterher und Kev, wie in den gesamten Spieltagen, setzt irgendwie Truppen. Also Kev, wenn du das siehst, ich empfehle dir, also wenn du im Nachtdorf halt auch, du machst bei nächster Saison nicht mehr mit in der Liga, ist da freiwillig, habe ich schon nichts dagegen. Finde ich schade, aber trotzdem habe ich nichts dagegen. Aber wenn du Nachtdorfkämpfe machst, denk dir mal bessere Taktiken aus. Du hast hier in diesen 7 Videos auch gesehen, was für Taktiken es gibt auf MH7, MH8, da musst du halt anderen anschauen, weil MH8 gibt es ja schon, aber diese Duelle stammen von Januar, Februar und da gab es ja das MH8 noch nicht. So, 30% schafft Kev, oder? Wir haben auf jeden Fall ihn zu 100% zerstört und das ist definitiv ein Sieg. Ja, 29%, keine 30 sogar. So, und dann schreiten wir zum letzten Duell der Nachtdorf-Liga Saison 1. Machete gegen Namlos. Hier geht es um die Meisterschaft. Also das ist jetzt wirklich alles oder nichts. Unentschieden reicht Namlos. Ansonsten muss Machete gewinnen, damit Machete Ligameister wird. Sogar das wäre eine Überraschung, als drittstärkster der Ligameisterschaft zu holen. Namlos gilt als zweitstärkster. Ich hatte Pech gegen die beiden. Und bin somit als Favorit, ja, abgeschlagen. Dritter kann man fast schon sagen. So, der Machete hat einen kleinen Fehler gemacht, er hat drei Loons beisammen getan, das ist nicht ganz so gut. Während Namlos jetzt von unten hier angreift, mit Bodentruppen. Im Moment führt Namlos prozentual und würde jetzt laut aktuellen Stand auch die Meisterschaft holen. 40% weiter jetzt immer noch, also wie eng das ist. Ganz kurz war Machete Nachtdorfmeister. Ganz, ganz kurz. 50%. Jetzt ist wieder Machete Nachtdorfmeister. Jetzt ist wieder ausgeglichen. Jetzt ist wieder Namlos vorne. Boah, ich bin wahnsinnig. 53%, 56%. Namlos holt nichts mehr. Machete ist vorbei. Namlos ist Nachtdorfmeister geworden. Jetzt schon mal Glückwunsch dazu. Es war richtig, richtig knapp. Man hat sie noch gesehen. Man hat es noch gesehen. 2 Sterne, 53% Machete und Namlos 2 Sterne und 56%. Also richtig, richtig enges Duell. Schade für Machete, ist übrigens mein Arbeitskollege. Schade für Machete, dass er die Nachtdorfmeisterschaft nicht holen können, aber ich denke mal, dass er mit diesem zweiten Platz und der knappen Meisterschaft sehr zufrieden sein wird. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Namlos Nachtdorfmeister, gewinnt den Goldpokal, den. Ich habe mich noch nicht um den gekümmert, aber ich habe momentan. Doch, jetzt habe ich das Geld endlich bekommen. Dann würde ich in nächster Zeit halt für Namlos und Machete goldene Silberpokale machen. Also, was das machen dann? Machen lassen, so kann man es auch sagen. Und ich kriege dann, behalte mir zu Hause einen, den Drittplatzierten. 2 Pokale habe ich hier stehen: einmal von Kicker-Turnier und einmal von einer Clash Royale-Meisterschaft, die ich selbst organisiert habe, auch Dritter geworden. Also, hier bin ich Dritter und Clash Royale Dritter. Clash Royale gibt es nicht mehr auf meinem Kanal, hab auch damit aufgehört. So, aber apropos Pokal, es gibt noch einen weiteren Pokal und zwar für das Pokalspiel. Also es gibt einen Pokal für die Nachtdorfliga und also 3 Pokale insgesamt, Gold, Silber, Bronze und einen Pokal für den Pokalwettbewerb. Für die K.O.-Phase, sage ich jetzt mal. Im Finale sind dann Machete und ich dabei. Also Machete oder ich kriegen einen zweiten Pokal und zwar den. Ja, es ist kein Goldpokal, sondern einfach nur ein Siegespokal für das Pokalspiel. Das sehen wir dann morgen, dieses Duell.
Ebenso die Relegation um die erste Liga. Hier geht es darum, wer ist in der nächsten Saison dabei in der ersten Liga. Entweder Killer LP oder mein zweiter Account, der ist Dritter geworden. Aber dadurch ist Kefkef und Klar in der nächsten Saison nicht mehr mitmachen. Überhaupt nicht mehr, die treten zurück. Steigen die ersten beiden aus der zweiten Liga auf, das betrifft Sören und Marc. Und mein Drittplatzierter muss dann gegen Killer LP um die Relegation spielen. So, das war's dann noch mit diesem Video. Wir sehen uns morgen. Morgen sehen wir nur zwei Duelle statt vier, die eben angesprochenen kämpfen. Und somit würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder im letzten Part dieser kleinen Serie. Es geht erst in 3 Monaten wieder weiter, beziehungsweise es geht schon am 1. April weiter, aber April, Mai ist halt Kampfphase und erst Juni werdet ihr, so wie dieser Saison, die ganzen Duelle der ersten Liga sehen. Bin ich mal gespannt, ob ich da diesmal die Meisterschaft hole. Mit diesen Worten beende ich diesen Video. Ciao, euer MöfLP.